Herzlich willkommen zum Gemüsefahren-Podcast und zum zweiten Teil der zweiten Folge. Und damit hallo Tomate von sexuell verfügbar heißt es, der Spaß, Hallo Arti, hallo grünes ja? Gemüse, genau, wir schauen sexuell verfügbar, wie du gesagt hast. Die zweite Folge jetzt, der erste Teil stand ganz unter dem Motto, wie du gerade im Off richtig gesagt hast, wie unsympathisch willst du eine Hauptfigur gestalten? Das haben wir hier gesehen anhand dieser Hauptfigur. Und ja, wegen mir können wir direkt weitermachen. PS, die Figur, die wir hier nicht, die wir hier gerade sehen, ist nicht die Hauptfigur, wenn es unsympathisch aussieht. Ja. Viel Spaß. Komm her und zerstücke mich. Okay, also sie fickt jetzt ihn mit dem Stefan. Ja, Okay, und ich muss mich und er wirklich geschlagen genießt geben. Die haben also doch was Sexuelles zu laufen. Was es. ich halt Ja, die aber ganze Zeit irgendwie irgendwie. doch so halbwegs für mich abgelehnt habe. Aber gut, Es ist aber. nicht so eine richtige Hetero-Beziehung. Also ich meine, sie Ja. fickt ihn jetzt. Also. Ja, eben. Oh. Es ist halt schon Es alles. ist Berlin, ne? Es ist Berlin. Es ist Berlin. So ist es. Guck mal, warte mal. Siehst du auch das Tattoo? Ich sehe den Den Schnurrbart-Dildo-Schwanz Penis oder mit dem was. Schnurrbart. Ja, wow. Mr. Monopoly. Ja, da gehen sie hin, unsere Rundfunkgebühren. Da gehen sie hin. Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Edward. Mit dem Anwalt. Oh, euer Mickey. Den brauchen wir doch. Ich weiß. Und du magst den doch auch ein bisschen, oder nicht? Hm? Ja, schon. Eben. Ja, dann rufst ihn jetzt an und entschuldigst dich bitte für das, was du da jetzt angestellt hast. Verstanden. Gut. Und dann machst du bitte weiter. Frühstück ist fertig, mein Oh, Mäuschen. herrlich. Du, Mickey, Ja. Schatzi, hast du vielleicht ein bisschen Kleingeld für mich? Ja. Alter. Was ist denn das für eine eigenartige Beziehung? Und vor allem für ein eigenartiges Familienleben vor den Kindern. Da wohnen Kinder nochmal. Ja. Soll uns jetzt so eine Art Patchwork-Familie hier vorgestellt werden? Berlin-Style, oder? Mit Queeren, ja. Er hat ja auch. Guck mal, was er da tätowiert hat auf der Schulter, auch nochmal so ein männlich-weiblich Zeichen, also so irgendwie gemischt. Und, ja, es ist halt alles durcheinander. Die Gott sei Tattoos, die Dank bin sehen ich auch. ein Frame hinter dir, wie es Ach so, aussieht. warte mal. Weil, Guck, es scheint ja siehst bleiben. du dir Ah, jetzt ja, die jetzt Tattoos? ist ja. Alles klar. Ja. Erstmal das Zeichen und guck mal auch, was er auf der Brust hat und auf dem Arm. Die Tattoos, die sehen halt alles so aus, als wären die irgendwie von einem drogensüchtigen Gefängnis gemacht Es sieht worden. halt alles billig aus. Ja, übelst billig, ja. Sieht nach diesem hier. Gott, wie heißt diese Show? Die Tattoo-Retter oder sowas, was es da mal gab? Also er Ja, müsste da er mal ist ein Fall vorstellig dafür. werden, ja. Ja. Opa, den Und gegeben. eigentlich, er ist gerade so richtig so Cowboy-mäßig so, ja, du hast mich jetzt die Nacht gefickt, hast du mal ein bisschen Geld jetzt für mich? So, also, es Ja. ist auch keine gesunde Beziehung, die die führen. Na gut, Auf welch jeden Wunder, Fall. aber. Auch da wieder ist ganz interessant, dass die jetzt hier einen Mann vor sich sitzen hat, der so an sich gar nichts typischerweise Männliches hat. Weißt du, normalerweise wäre es ja eher andersrum, jetzt im traditionellen Bild, dass die Frau um Geld fragen würde beim Mann. Ich meine, jetzt als sie da nebeneinander gelegen haben, war ja schon irgendwie männlich mit, du gehst jetzt hin zu dem Anwalt und entschuldigst dich, wir brauchen den. Das war Fandst irgendwie, du? Ja, irgendwie ja. schon. Ich habe es eher fast als aber wie einen guten Rat von halt einer Freundin empfunden. Einfach weil der Ah, Typ ja, für mich okay, so, ja, doch, stimmt, weißt du? du hast recht, du hast recht, ja, Der, stimmt. ich sehe halt den Typ nach wie vor, auch wenn die jetzt hier ein bisschen mit einem Dildo rumfickt, so als männliche beste Freundin. Also wir haben das ganz gut gesagt in Ja, der einen Folge, doch, als doch. eine beste Freundin mit Penis. Was ist nur los, ey? Ja, er meinte, ich soll mir was zum Lachen kaufen. Oh, hat mir noch nie Geld gegeben. Oh, ich habe gar nichts. Warte mal. Im Herd liegt noch Geld, ja. Backofen? Aber nicht alles auf einmal. Warum muss Heini nackt? Warum muss Heini immer. Ja, die Kinder werden sich das übelst, wie soll ich sagen, finden das nicht komisch, dass der Babysitter
abgeknutscht wird, der, naja. Ja, eben, also was sollen die lernen von, ja, auch von, ich sag mal, funktionierenden romantischen Beziehungen zwischen Erwachsenen. Also ja. In so einer Umgebung musst du doch irgendwie mit einem Knacks groß werden. Jeder kann mit jedem, Hauptsache das Geld stimmt. Und der Strap-on-Dildo ist am Start. Ja. Ja. Oh, dem Heini ist halt immer warm. Mhm. Schoko oder Früchte? Lilo. Was war das jetzt? Akum. Du hast heute übrigens Tanzen. Am Arsch, ich geh da nicht mehr hin. Hä, wir haben dich doch gerade erst wieder angemeldet. Nein, du, es reicht mir. Ich rufe jetzt die Eltern von diesen blöden Jungs an. Wirklich. Es ist nicht in Ordnung, die können dich nicht immer so... Doch, Mama, können sie! Weil sie stärker sind als ich, weil sie mehr sind als ich. Weil sie nicht so eine blöde Mutter haben, die immer zu spät kommt. Ich... Mann, vergiss es, Mama, du kannst nichts machen. Außerdem muss ich mein Kolosseum noch am Freitag abgeben. Nein, was? In meinem Kolosseum. Ah, schön. Schön. Ja, Mama, ich brauche noch Kunstgut und Kleber. Ah, ja? Warte, ich gebe dir Geld. Ah, nee. Kiosk nimmt aber keine 50er. Kein Problem. Bestsellerautorin Michaela B. wird beschuldigt, den Immobilienmobil August M. mit Hilfe eines Sextors vergewaltigt zu haben. Aus noch nicht bestätigten. Okay, das fand ich jetzt lustig. Warte mal, was stand da? Ach, 16 Tage, bis Mama ins Gefängnis muss. Ach so, geil. Okay. So wie, da, wie bei der Armee, wenn du so das Maßband hattest, und wie viele Tage du noch brauchst. Hast. Aus dem Hintergrund dieser demütigenden und fast unglaublichen Tat. Frau Walter, gut, dass ich Sie hier treffe. Die Elternschaft, die sind alle... Also sie heißt... Was? Sie heißt Frau Walter? Oder nee, ja, Neudeutsch Frau vergewaltigt. Mit einer Schulmutter, die als Vergewaltigerin durch die Presse geht. Meine Hände sind gebunden, wirklich. Wir sind hier von einer Privatschule, Frau Walter. Wir sind auf zahlendes Klientel angewiesen. Gut, meine Kinder haben auch Rechte. Ja. Ja, es gibt auch die Schulpflicht. Ihre Kinder haben aber kein Recht auf unsere Privatschule. Aber wir zahlen ja. Ja, ja, ja? Sie zahlen. Wird ja jeden Monat abgebucht. Zahlen Sie auch für die neue Bibliothek? So wie die Eltern von Albrecht und Ovid? Hey Ben, jetzt gehst du nicht ran. Ich melde mich einfach später nochmal. Ah, zu spät kommen und dann noch am Handy, oder was? Sag mal, hast du Lack gesoffen, oder was? Du bist eine Stunde zu spät! Mann, Heiko, ich hab einfach gerade irre viel Zeug. Ja, bei dir ist immer viel irres Zeug. Aber weißt du was? Da drüben wartet der Kunde seit einer Stunde. Und weißt du, was der hat? Hm. Viel Geld, wenig Zeit. Ja, aber es ist bei mir wirklich... Du, mir ist egal, was du gerade bist. Besoffen, verkatert, krank, schwanger, nicht schwanger. Der Laden hier ist dein Job. Und solange das so ist, erwarte ich von meiner Regisseurin, dass sie verdammt nochmal ihren Job macht. Ja, Creative Director, ne? Creative Mickey, Director. Sprich mir nach. Ich, Michaela Walter, werde meinen Job als Creative Director nach bestem Wissen und Gewissen ausführen und dem Kunden ein Video der Extraklasse präsentieren. Oder hast du was Besseres? Also, Jenny, dann sprich mir nach. Ich, Michaela Walter. Ich, Michaela Walter. Werde dem Kunden. Werde dem Kunden. Schuhbruder, Schuhbruder. Hey, glaub mir, heute wird ein guter Tag. Wir machen das alles hier für Mula. Ja, hast ein dicker Hund, aber sich ein Bubazahn. Schuhcousin, Schuhcousin. Nur die Fan, dicker, nur die Fan. Ich guck, wenn wir kommen, wie die Bude brennt. Und alle gehen ab, so wie Hooligans. Schuhbruder. Hey, glaub mir, heute wird ein guter Tag. Ihr macht das alles hier für Mula, ja, hast ein dicker Hund, aber sich ein Bubazahn. Das finde ich jetzt hier tatsächlich ganz interessant. Das ist jetzt natürlich hier bewusst das Kontrastprogramm, dass sie so einen hypermaskulinen Clip drehen muss. Aber ja. Interessant finde ich, von welchen Musikern das hier produziert wird. Also, das ist nun mal gleichzeitig, was bei dieser ganzen linken Politik reingeholt wird. Nein, ich meine einfach vom Migrationshintergrund. Das Klientel an sich, okay. Ja, ja. Ja, das Klientel. Also ich meine, die ganzen Migranten bringen natürlich auch eine sehr maskuline Kultur mit sich. Und das geht halt eigentlich gar nicht klar mit den Feminismusvorstellungen, wie sie von Linken gepredigt werden. Und da ist mal wieder so die Schere im Kopf, dass man die Realitäten überhaupt nicht wahrnehmen will und gar nicht drüber nachdenkt, was das für Folgen hat, die eigene Politik. Ich meine, ihre Handgestik symbolisiert das ja. Sie blendet das jetzt aus. Ne? Tatsächlich, ja, das stimmt. Also ich fand die Szene tatsächlich irgendwie lustig, ja. Gerade vor diesem Hintergrund, ich bin eine Hardcore-Feministin die ganze Zeit und dann diese, ja, ich habe hier irgendwie eine AK in der Hand und die Bitches tanzen für mich auf meiner Yacht. Ja, genau so ist es. Ja. Sehr gut. Hey, yo, zeig mal her, wie sieht's aus? Oh, da kann sich immer jede einzelne Aufnahme angucken. Wirklich. Na klar können wir. Also, wie sieht's aus? Nice. Du siehst extrem nice. Richtig nice. Es muss wirklich fresh werden. Und immer nur die linke Seite, nie die rechte Seite, hast du verstanden? Immer die linke Seite, ja, ja. Und wir brauchen auf jeden Fall mehr Öl auf die Titten von den Bitches. Ja, das hab ich auch schon gedacht. Zeig mal her. 100%.
So, Digga, they see dumb big aus auf der Szene, Bro. Sagst du, Alter? Safe, Bro. Riesenbeule da, komm brutal, Alter. Ja, richtig dick. Okay, Brudi, dann nächste Einstellung. Nur mein Schwanz. Okay. Wenn mein Schwanz so richtig fett kommt, bau, Alter. Das finde ich eine super Idee. Na dann. Geil, Bruder. Ey, hab ich so auch noch nie gesehen. Geil, Bruder, mach mal so. Toll. Hast du gehört? Großaufnahme Schwanz. Okay. Großaufnahme Schwanz. Geht doch. Spitzenmäßig. Weißt du, gleich essen wir noch ein leckeres Stück Erdbeertorte mit Sahne. Oh. Entschuldigung, ich muss mich mal kurz übergeben. Ja, ich muss dann auch noch mal los, ne? Ihr kriegt das schon hin. 100. Ruhe bitte! Großaufnahme Schwanz und bitte! Einen schönen guten Tag, Frau Walter. Ich erreiche Sie zum wiederholten Mal nicht. Sie sind meiner Rückrufbitte seit 3 Tagen nicht nachgekommen. Das heißt, die Situation hat sich verschärft. Sie wissen, ich muss einen Hausbesuch bei Ihnen abstatten, bei dem es um das Wohl Ihrer beiden Kinder, Liselotte Walter und Maximilian geht. Bitte, ja, bitte gut, dass endlich jemand was tun kann. Da kann er nichts schief gehen, wenn der Babysitter angetroffen wird und der komische Opa. Ja, genau, wenn er erstmal getwirkt wird mit diesem merkwürdigen Typen, der da nackt in der Küche steht. Ja, kann nichts schief gehen, du hast recht. Dringend zurück, sonst sehe ich mich gezwungen, weitere rechtliche Schritte einzuleiten. Schuko-Zen, nur die Fan, Dicker, nur die Fan. Die kommt, wenn wir kommen, die gute Brille. Und alle gehen auf, so wie Hooligan. Schuko-Zen, Bruder, Bitches wollen sie. Wir kommen heute mit ein guter Tag. Wir machen alles wie zum Hooligan. Musik aus! Hey, sag mal, Papa, was ist? Was soll das? Mama, ich wusste ja gar nicht, was für einen coolen Beruf du hast. Ich dachte, du wärst eine langweilige Autorin, die nur langweilige Sachen schreibt. Was denkst du? Wir dachten, wir wollten einfach mal sehen, was du so arbeitest. Lilo, sofort runter da, sofort runter. Magst du auch? Das ist nicht witzig. Bitte. Das ist wirklich überhaupt nicht witzig. Sofort nach Hause mit euch, Papa. Ich finde sowieso ein falsches Framing, wenn Frauen hier so klischeehaft dargestellt werden. Ja, Max, ich auch. Deswegen bitte jetzt auch nach Hause. Und zwar schnell. Lilo. Wie sind die jungen Damen da angezogen? Papa, gehst du bitte einfach nach Hause? Papa, nach Hause. Sie sind so schön. Nach Hause jetzt. Ja, wir gehen. Ciao. Peter. Oh mein Gott. Jugendamt, bitte rette sie. Ich finde auch echt krass, wie der die Ideologie und jedes Wort aus diesem Vokabular schon aufgesogen hat. Der Sohn der Frau. Ja, ich finde es so. Ah, ja, stimmt. Frauen gefamed werden und so. Ja. Es ist hart. Also der wird direkt zum Grünen. Der Opa erinnert mich immer mehr an Helge Schneider die ganze Zeit. Irgendwie schon. Also rein vom Aussehen auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ich bin August von Modersohn und ich bin ein ganz einfacher, normaler Familienvater und ein liebevoller Ehemann. Wenn mich diese Geschichte eine Sache gelehrt hat, dann, dass ich wirklich verstehen kann, wie sich Frauen fühlen, denen das ja wohl öfter passiert. Ich bin also eine von euch, einer von euch. Herr von Modersohn. Herr von Modersohn. Herr von Modersohn. Was ist mit der Familie da? Nobody feels any pain. Kennen Sie eigentlich meine Frau? Na? Früher waren die Frauen irgendwie anders. Weicher, kompromissbereiter und netter. Wissen Sie eigentlich von der Anzeige? Anzeige? Doch, ich muss vor, also. Nein. Außer die 60 Euro wegen Schwarzfahren, das war ärgerlich. Nein, ich meine die Miki. Wie hast du die Miki? Wie kommen Sie denn mit der Miki zurecht? Siehst du ihn auch so streng? Ja, die Miki kann sehr streng sein, wenn sie darum bittet. Ich bin so froh, dass meine Miki so einen netten und höflichen jungen Mann wie sie gefunden hat. Was mögen Sie denn so meiner Tochter? Am liebsten habe ich... Wenn sie es mir so richtig schön besorgt. Das Gott, macht den Vater glücklich, das zu hören. Ja. Früher haben die Frauen hier mehr auf ihre Männer gehört. Den Haushalt gemacht und sich nicht beschwert. Es war eine bessere Zeit irgendwie. Aber aber so wie der Vater jetzt gerade da sitzt, mit der ganzen Körperhaltung. Ja. Verglichen mit der, ich sag jetzt mal, Schwuchtel nebenan, die übelst breitbeinig daher sitzt. Ja. Nee. Das Machtgefälle ist wieder mal klar, ja. Ich kann ihn auch gerade als Figur irgendwie so gar nicht ernst nehmen, den Vater. Also, wenn er jetzt wenigstens
also der sagt jetzt diesen Satz, früher waren die Frauen so und so, das könnte ich ihm halt eher abnehmen, wenn er wirken würde wie ein Mann, der irgendwie hartes Heft in der Hand hat, aber so wirkt er halt gar nicht. Also ja, zumal er ist ja so eingeführt worden als der übelste Loverboy und Pornogucker und... Eigentlich nur als Pornogucker, nicht als Loverboy, das kam von dir. Okay, okay. Ja, er wurde nur als Pornogucker eingeführt. Ja, er ist halt auch eine schwache Männerfigur und da könnte man jetzt philosophieren drüber, ob das vielleicht sogar ein Grund dafür ist, diese schwache männliche Vaterfigur, warum sich die Mutter so entwickelt hat, also die Hauptfigur hier, die Mickey Walter. Das Fehlerfortpflanzungsgesetz, wenn man so will, ja. Also, wenn man da schon so ein schlechtes männliches Bild vorgesetzt bekommt, dann zieht sich das natürlich auch das ganze Leben lang durch. Also im Idealfall ist halt der Mann jemand, zu dem man aufsieht. Also der Vater, Entschuldigung, meine ich, für eine Tochter. Ja. Dem man sich anvertrauen kann oder sowas. Ja. Aber immerhin macht sie die Besorgung für sie. Auch hier, immerhin macht sie die Besorgung für sie. Also, du bist feminin die ganze Zeit. Auch da wieder, als wäre er hier jetzt wirklich so der harte, traditionelle, maskuline Typ, der so auf passt diese halt alten nicht, Rollenbilder ne? pocht. Das passt halt einfach nicht. Es geht halt nicht mehr. Also mir ist ja ganz schwindelig. Kinder, ganz kurz mal. Nicht wieder einschlafen im Unterricht. Ja, Mama, und du sollst nicht so peinlich sein. Und das nächste Mal vorne in der Straße verabschieden. Sonst kommt wieder, deine Mutter muss im Knast. Ich hatte schon ohne dich genug Mobber. Max, ich weiß, es ist gerade viel. Es tut mir auch leid. Junge, passt schon. Was für eine Redaktion? Woher haben Sie meine Nummer? Ein Afghan. Also bisher finde ich das am lustigsten. Ja, ich hoffe, das kommt jetzt hier langsam mal in die Gänge. Also mit diesem Gerichtsfall. Die zweite Folge, die stinkt hier ein bisschen ab, muss ich sagen. Kein Fall. Nein! Außerdem, ich bin unschuldig! Tschüss, Mama! Ich hab's der Glenn gerade übrigens nicht abgekauft. Dieses Herz. Das Herz ja, und das... so, und dann reißt sie so hier noch 13 Tage bis in den Knast, so weißt du. Ja, auch die, also Mimik, auch die Mimik dazu generell, das Mädchen, das junge Mädchen, wirkt irgendwie... Eiskalter Engel oder sowas, oder? Vielleicht ein bisschen autistisch, also dass die keine richtigen Gefühle zeigen kann. Hm. Also sehr eigenartig, ja, ja. Also das sah so fast ein bisschen eher wie im Horrorfilm aus, wie sie da oben steht und diese Geste macht und dabei als keine Miene verzieht. Also ein bisschen wie diese das Klischee-Mädchen in so einem Horrorfilm, was irgendwie mit langen Haaren in einem dunklen Flur dasteht und bedrohlich guckt. Ich höre sie und sie sagen, sie mögen dich nicht. Ja. Yourbit.com, wir kennen es nicht, die Plattform. Und ich möchte betonen, dass ich das Opfer bin einer Vergewaltigung durch eine Frau. Scheiße, du liebevoller Ehemann und Familienvater. Ei, ei, ei. Echt übel, ha? Huh? Was? Oh Gott, ist das wieder irgend so eine vierte Wandgestalt, die man kennen müsste? Das ist Lady Bitchway nochmal. Das ist Lady Bitchway. Alter, was? Ja, das ist safe. Das ist die Fonz. Um Gottes Willen, also Frauen sind wirklich wandlungsfähig. Übel, ha? Was? Lässt dich ganz schön unterbuttern hier. Hä? Willst du mich jetzt auch noch anmachen, oder was? Schäm dich mal. Hä? Ich dachte, du würdest dich wehren, würdest kämpfen oder irgendetwas. Bei dir passiert ja nichts. Nada. Für deine Rechte, für deine Ehre, für deine Vulva oder deine Kinder. Hey, hallo Leute, ich bin's. Ich weiß, ich habe mich lange nicht gemeldet. Ich wollte euch was über mich erzählen. Und zwar habt ihr das...
Ja, es würde das so schnell gehen, ne? Ja, vor allem sie hat direkt 870 Follower, Zuschauer und es steigt immer weiter, ja, sicherlich. Vielleicht schon gehört, dass ich diesen Typen da vergewaltigt habe. Und, nee, dass ich ihn nicht vergewaltigt habe, natürlich. Nein, also genau. Und ja, mein Ex-Mann will mir jetzt die Kinder wegnehmen und das Jugendamt ruft ständig an. Und ich will mich jetzt hier auch nicht so als Opfer stilisieren. Obwohl ich glaube, vielleicht bin ich auch einfach ein Opfer. Vielleicht ist das alles arrangiert von meinem Ex-Mann, damit er das Sorgerecht bekommt. Ich will überhaupt nicht sagen, dass es nicht Vergewaltigungen wirklich gibt. Natürlich gibt es die und believe the victims auf jeden Fall. Das ist nicht, was ich sage. Nur ich habe einfach das Gefühl, dass ich in diesem komischen Spiel, wo ich die Spielregeln überhaupt nicht mehr verstehe. Scheiße. Das war jetzt ein interessanter Satz. Ich verstehe die Spielregeln nicht mehr. Believe the all victims. Das fand ich jetzt auch an der Stelle sehr interessant, weil das ist ja so das Feministen-Mantra schlechthin. Ja, ja. Also, dass man immer dem Opfer glauben sollte, also der Frau. Und jetzt läuft's mal gegen sie, weil das Opfer in diesem Fall ein Mann ist. Und auf einmal passt ihr das so gar nicht in den Kram. Und da auf einmal helfen die Tränen auch nicht, ne? Genau. Und das ist auch so eine typische Frauenverhaltensweise, finde ich tatsächlich. Also dieses an die Öffentlichkeit gehen und verweinen. Und bitte habt Mitleid mit mir. Also, Ich habe mal gerade den Kasper gespielt und den Live-Chat sozusagen verfolgt. Also die hassen die alle. Hier in diesem Stream okay, oder was immer das ist. Das sind alles Hate-Watcher. Ja, die sagen alle so, glaub ich nicht. Ja. Okay, das war die zweite Folge, die wir gesehen haben von Sexuell Verfügbar. Schreibt uns gerne, wie es euch gefallen hat. Also, ich hoffe, es kommt jetzt mal wirklich dieser Plot in die Gänge mit dem ganzen Gericht. Ich meine, wir haben ja noch 14 Tage, die Zettel gingen ja mal ab, 14 Tage bis ins Gefängnis. Die Zettel fliegen, ne? Also die. Weil zum Beispiel das war für mich, hat sich alles irgendwie, mir hat da jetzt ein bisschen die Richtung gefehlt, also die Stringenz. Am Anfang, in dem ersten Teil dieser zweiten Folge, da ging es ja noch um den Anwalt. Der kommt doch wieder, eigentlich, denke ich. Der eigentlich, hätte ich gedacht, so die große zweite wichtige Hauptfigur sein sollte in dieser Serie. Aber jetzt war der gar nicht mehr zu sehen. Ich glaube, das ist mit Absicht. Also sie lernt dann, dass sie ohne ihn nicht irgendwie das schaffen kann. Und dann, weißt du, kommt die alte Jugendliebe wieder da. Dahin, okay, das kann so sein. Ans Ruder. Der weiße Ritter, so neben ihm halt war. Ja, er ist der weiße Ritter, der da seiner großen Liebe dahin. In den Abspann-Credits nimmt sie auch den Strap-on und beglückt ihn. Ja, also ganz ehrlich, ich fand jetzt auf 1,3-facher Geschwindigkeit war das okay von der Geschwindigkeit, wie die Folge abgelaufen ist. Tatsächlich. Ja, aber nur weil es 1,3-fach war. Ja, ansonsten wäre das wirklich tätig gezogen, ja. Ja, wie du sagst, es passiert zu wenig. Ja, prinzipiell 28 Minuten ist für so eine Art Serie noch ein Tick zu lang. Nehmt euch da lieber ein Vorbild an den Ami-Serien, belasst es bei 20 Minuten. Ist auch für uns schöner. Ja, ich muss aber sagen, dass ich von der Macher die Serie prinzipiell gut finde, tatsächlich. Also so von, ich weiß nicht, von... Vom Handwerklichen, von, ja. Vom Handwerklichen, genau, vom Produktionslevel und so, von den jetzt hier zum Beispiel auch die Credits schon allein, also sind immer mal ein paar nette Bilder dabei, auch die Kameraeinstellungen, finde ich tatsächlich gut. Ja, die vierte Wand-Thematik, das haben wir schon aufgedröselt. Ja, aber das haben wir aufgedröselt. An sich so, ja, das passt schon alles. Abseits davon, ja. Gut, liebe Leute, dann sehen wir uns zur dritten Folge. Bis dahin. Genau. Macht's gut.